Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz und was mir gerade auffällt, wir haben ein Wasserproblem. Und zwar, wir haben zwar hier unten Wasser, das Problem ist, ich bin jetzt momentan auf den Bergen ein bisschen unterwegs, denn hier oben gibt es halt dementsprechend viel Metall. Problem an der ganzen Sache ist allerdings, das bringt mir alles nichts, denn ich habe vergessen, jetzt einen Wasserschlauch beispielsweise zu machen und ich werde irgendwann verdursten. Das heißt, wir bräuchten eine Stelle, wo auch irgendwie trotzdem noch Wasser in der Nähe ist. Wir haben jetzt hier den Fluss, das heißt, ich würde es mal hier probieren, dass wir uns vielleicht wirklich noch ein kleines Stück nach hinten weiterbauen. So, hier schön nach unten klettern. Loslassen, so, sehr schön. So, hier sind diese Steinkreaturen, die sind relativ okay zum Besiegen. Ich möchte mich trotzdem nicht unmittelbar neben eine bauen. Sondern ich möchte einen Platz haben, wo ich ungestört bin. Nichts nachspawnt die ganze... Okay, ist ein normaler. Nichts die ganze Zeit nachspawnt. Denn das ist auf Dauer einfach extrem nervig. So, mit dem werden wir uns nochmal anlegen müssen. So, solange meine Ausdauer eigentlich okay ist, ist alles in Ordnung. Und das wird nichts, mein Freund. Oder solange sie nicht die Überhand nehmen. Das heißt, solange es ein Einzelner ist, komme ich ohne Probleme klar. Wenn es 3, 4 werden, dann, ne, dann sehe ich ein Problem. Oh, wir haben wieder ein Kristall gekriegt. Sehr schön. Dann habe ich, glaube ich, Probleme. Aber im Moment geht es noch. So, hierhin bauen ist logischerweise dann auch eher fatal. Okay, den werden wir mal noch besiegen. Ah, okay. Cool. Das scheint zu funktionieren. Das sind 2. Was haben wir hier unten? Auch. Hier ist schon wieder eher schlecht. Ah, mir macht mein Wasser halt ein bisschen Sorgen. Aber auch das Einzige, was mir im Moment Sorgen bereitet. Da oben hätten wir einen verdorrten Baum. Verdorrten Baum. Den brauchen wir nicht. Okay, wir gehen mal wieder in die Richtung. Ah, das mit dem Wasser wird echt schwierig. Ich hoffe, ich werde nicht verdursten. Es kann durchaus vorkommen, weil ich jetzt da nicht drauf geachtet habe, dass ich einen Trinkschlauch dabei habe. Nur jetzt denke ich immer an sowas, aber war leider nicht. So, Ausdauer wieder voll und der finale Schlag. So, da die Kristalle und irgendwelche anderen Materialien raushauen, werden wir die mal abbauen. Oh, ist es hier eigentlich? Ist es Kohle? Nein. Kohle gibt es nämlich hier auch in der Nähe irgendwo. Ich habe Kohle noch nie gesehen, glaube ich, als Felsen. Die Metallfelsen, die sind so bläulich, relativ einfach zu erkennen. Kohle, weiß ich nicht. Wenn ich davor stehe, werde ich es vielleicht sehen. Auf jeden Fall, Kohle gibt es hier noch nicht. So, da vorne ist eine relativ breite, große Fläche. Das Problem an diesen breiten, großen Flächen ist einfach nur, da werden andere Gegner sein. Normalerweise schwierigere Gegner. Wir nehmen mal die Beine in die Hand. Rennen wir relativ lang hinterher. Da ist Metall. Da waren wir gerade schon. Komm. Ich lerne nochmal da hoch. Die hauen ab, wenn sie mich nicht mehr erreichen, hauen die automatisch ab. Ich hatte ja vorhin schon mal 4 Stück hinter mir. Deswegen weiß ich das. Okay, wir bauen uns da hinten hin. Da war eine relativ gute Fläche, wo ich mich hinbauen kann. Glaube ich, dürfte das, glaube ich, relativ klar sein. Weißt du, ne? Was man da. Weil dann würde ich eher da hinten hochgehen. Na komm, wir probieren. So. Kostet nämlich keine Energie, Gott sei Dank, das Ganze. Ja, die kommen einfach so nicht hier. Ja, die spawnen einfach hier raus. Das ist noch so ein kleines Problem im Moment. Nee, meine Freunde. Nicht mit mir. Na? Abgerutscht. Ich werde auch hier hochkommen. So, ich hoffe, die ziehen gleich wieder Leine. Komme ich da hoch noch mit meiner Ausdauer? Wir brauchen echt Wasser. Sonst muss ich nochmal irgendwie zurück zum Fluss und mir da erst Wasser organisieren. Keine Ausdauer mehr. Okay. So, jetzt sind wir auf jeden Fall aber mal ganz oben. Hier ist auch Metall. Ah, hier sind relativ viele von denen. Das ist noch ein Problem. Viel Metall. Ne, dann bauen wir uns wirklich da unten hin.
war am besten wirklich auf die gegenüberliegende Flussseite. Da habe ich mir das Ganze schon mal ganz kurz angesehen, wie es da aussieht. Da war es mir eigentlich am liebsten. Na, ah, hier ist auch wieder einer. Kommen die hier runter? Oh ja. Okay, den Steinabhang kommst du definitiv nicht nach unten. Sondern bauen wir uns hier hin. Ich habe zu Metall... Hier sind alles Metallfelsen relativ nahe, bin ich da dran. Hier sind ein paar von den Steingolems oder Steinpferden oder was auch immer das darstellen soll. Damit sollte ich allerdings jedoch klarkommen. Ja, wir bauen uns dahin. Ist, glaube ich, so wirklich der beste Plan. Das ist schon wieder. Komm her. Du hast es nicht anders gewollt, mein Freund. So, 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 so. So, finaler Schlag. Ich finde es cool. Den haut 10 Kilometer durch die Gegend, wenn ich einmal mit der Axt draufschlage. Also was mit dem kaputt ist, weiß ich auch nicht. Wir gehen jetzt einmal schnell in Richtung Wasser. Eigentlich würde ich mich wirklich gerne hier unten ans Wasser ranbauen. Dann haben wir dieses Trinkproblem nicht. Ich baue mich hier hin. Hier habe ich Wasser in der Nähe. Ich habe hier Metalle in der Nähe. Ich habe hier... Ne, Kohle habe ich jetzt nicht gefunden. Ich habe zwar auch Krokodile in der Nähe und ein kleines Eingeborenendorf, die mich angreifen könnten, wenn sie denn möchten. Ich hoffe allerdings nicht. So, Wasser haben wir. Ich baue mich wirklich hier hin. Dann müsste ich halt jedes Mal dahin rennen. Weg wäre jetzt nicht allzu weit. Egal, ganz ehrlich, ich bin auch die Platzsuche letztendlich leid. Wir werden uns jetzt hinbauen. Ich schaue jetzt mal nach da vorne. Ich baue mich dann nämlich dahin. Wenn jetzt hier nicht irgendwie großartig ein Viech, was mich angreift, werde ich mich hier hinbauen. Wir werden relativ viel Platz brauchen. Wir werden eine relativ große Basis letztendlich dann haben. So, da hinten sind zwei. Wandern natürlich ein kleines bisschen. Aber ich baue mich... Um mir hier die Krokodil zu nach. So, ist irgendwas unter mir, was hochrennen könnte? Ich sehe nichts. Ich habe hier Wasser in der Nähe. Bin hier am Berg. Ich würde mich gerne noch eins... Ah, eins höher bauen wir noch. Bauen uns noch eins höher. So. Hier haben wir das Metall. Hier haben wir das Wasser in der Nähe. Da kann ich hinlaufen. Das ist nicht das große Problem. Wir bauen uns hier rein. Ich habe hier Holz. Ich habe da hinten ein solches Viech. Wir bauen uns direkt hier hin. Hier ist schön eben. Hier ist relativ viel Platz. Schlange? Ne, ein Hase wahrscheinlich. Gut, dann fangen wir mal an. Wir werden unser neues Häuschen hier hinbauen. Wir brauchen für das neue Häuschen brauchen wir erstmal eine Kiste am besten eigentlich. Das heißt, wir holen uns erstmal ja, Material. Die Bäume, die sollten dann alle wieder dementsprechend nachspawnen. Ich glaube auch im nächsten, also nicht im nächsten Umkreis der Basis, aber in einem relativ breiten Umkreis der Basis müssen die Bäume normalerweise nachspawnen. Darf nur nicht runterfallen. Das ist eins dieses Problem, glaube ich, was ich gerade sehe. Aber sonst funktioniert das Ganze. So. Na, Holz haben wir. So, wir brauchen ein Fundament. Da setzen wir dann erstmal eine Kiste drauf. So, herstellen. Dann einmal eine Kiste haben wir hier. Wir brauchen Zwirn. Zwirn. Okay, von mir aus. Nicht das große Problem. Speicher haben ja auch relativ viele. Vielleicht kann ich mich noch nach hier hinbauen. Wir haben uns in der letzten Folge haben wir uns mal nach hier hinten umgesehen. Da ist auch noch so ein kleines Plateau. Wäre auch an sich eine coole Basis. Problem ist, ich muss jedes Mal über diesen blöden Berg klettern. Außer ich baue dann irgendwann eine Brücke drüber. Oder einen Aufzug. Ich glaube, es gibt sogar Aufzüge in dem Spiel. Aber bis es soweit ist, das würde mir zu lange dauern. So, 7 Stück. Wie viel brauche ich? 10, oder? 12. Jetzt übertreiben sie aber. Kann ich hier die Dinger abgrasen? Nee. Den leider nicht als abgrasbar. Die hier. Wir brauchen wir Zwirn. So, kriegen gleich wieder Backkäfer noch mit raus. Oh, komm hier. Komm mal Backkäfer rein, mein Freund. Fleisch haben wir auch noch. Das verdirbt sowieso bald. Naja, 26 Minuten Zeit haben wir noch. So. Mehr Zwirn. 16 Stück herstellen. Sollen wir gleich noch ein bisschen mehr ein. Wir werden noch ein bisschen mehr brauchen. Aber hier ist eine gute Stelle. Hier spawnen fast keine Gegner. Sollte hier ohne Probleme eigentlich klarkommen. Direkt hier vor an die Klippe. Außer
Ich hoffe nicht, dass hier irgendwelche NPCs dauernd durchrennen, weil es ist nur eine Art Weg, wo ich mich jetzt dann hinbaue. Aber es müsste, eigentlich müsste es gehen. So, auf der Nummer 8 haben wir das Fundament liegen. Fundament stellen wir hier. Ja, das ist eigentlich relativ eben, das ganze Ding hier. Na komm, wir platzieren es mal hier rein. Erste Fundament. So, Kiste. Und dann würde jetzt erstmal Material wieder gesammelt und dann bauen wir uns da erstmal ein kleines Häuschen hin. Das würde jetzt wieder eine ganze Weile dauern, aber jo, das gehört ja zum Spiel. Und das macht ja das Spiel gerade interessant. So, Kiste. Köpfe, Fleisch, 37 Eisen, das ist schon sehr schön. Spitzhacke, die werden wir auch brauchen. So, wir sammeln jetzt erstmal Holz, Steine, Metall. Wird sowieso gleich wieder dunkel. Aber wir haben noch eine Fackel und alles. Wir sind diesmal relativ gut vorbereitet. So, einer. Also die sollten hier normalerweise nachspawnen. Ich baue irgendwo da vorne, also... Ich hatte bei meiner unteren Basis auch nicht das große Problem. Das sind innerhalb von 5 Metern ist eigentlich alles nachgespawnt. Wir brauchen Äste, glaube ich. Die Äste habe ich. Was brauche ich denn? Stein brauche ich. Hier schnell mal ein bisschen Stein kloppen. Hier. Unsere Axt reparieren. Ja. Kann ich den hier abbauen? Oh, der... Oh, krass, der geht. Okay, das ist mal ein fetter Stein. Ah, da ist es so ein Viech. Ja, okay. So sehen die aus, wenn die im Boden sind. Das hat mich jetzt einfach mal prinzipiell interessiert, wie die aussehen. Wirklich scheiße gut getan, die Dinger. So, Stein, Kristall. Bin mal gespannt, was man mit den Kristallen anfangen kann. Noch weiß ich es nicht, aber wir würden die schon für irgendwas werden wir die auf jeden Fall brauchen können. So, wir brauchen mehr Stein. Na, zu wohl. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe einen Bogen nach wie vor nicht raus, wie ich auf die Steine draufhauen muss und wo ich auf die Steine draufhauen muss. Aber naja, es wird. Wir sind, glaube ich, erst, das müsste jetzt, glaube ich, die 6., 7. Folge sein. Das ist ja niedlich, er hat sie aufgerichtet. Das müsste ja wirklich die 6., 7. Folge erst sein. Also, ich habe nur eine kleine Lernkurve. So, Ausdauer ist... Nee, nicht Ausdauer, Leben ist voll. Das heißt, da müssen wir erstmal nicht nachbessern. Hier weiter Stein erstmal... Ah, wohl, ja, wir sind fertig. Dann nehmen wir die Äste raus, das raus, Zirn raus. So, Fundamente. Wir werden die Hütte gleich mal ein bisschen größer bauen. Wir werden auch mehrere Stockwerke bauen. 20! Okay. Dann brauchen wir immer 20 davon. Bist überlastet. Wer hätte es gedacht? So, dann setzen wir gleich mal das erste Fundament. Hieran. Hieran. Ja, so langsam müsste auch die Last weggehen. Hier lang. Überlastet. Hier lang. Na, hallo, ich habe doch jetzt schon einiges an Material abgegeben. Was ist denn da los? Soll man jetzt so anstellen? Mimose. Nächstes. Nächstes. So, vor allem kriegen wir dadurch natürlich wieder Erfahrungspunkte und steigen wieder im Level. So, ich möchte mich so ein bisschen über die Klippe... Sah gerade aus, wie wenn hier eine Gruppe langläuft. Na komm, eine Reihe machen wir noch. So. Und noch auf jeden Fall eins breiter. Ah, und wir sind nicht mehr überlastet. Sehr schön. Ja, dann haben wir die Nacht sogar diesmal sinnvoll genutzt und haben gebaut. Ah, 5 Stück kommen noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich kann mir jetzt noch nur irgendeine Richtung bauen. Also ich würde hier den Eingang machen wollen. Ich glaube nach hinten. Wir bauen noch mal eins nach hinten. Das müsste hier gehen. 1, 2, 3. Und eins bräuchten wir noch. Nicht genug Ressourcen. Okay, Fundament haben wir aber schon. Zum großen Teil zumindest. Dann gehen wir noch ein bisschen Steine klopfen. Und ein bisschen Holz vor allem auch. Holz werden wir noch relativ viel brauchen. Gerade wenn wir den Schmiedeofen und so weiter bauen. Ascheln.
werde immer, nachts werde ich immer ein bisschen paranoid. Wir können die Fackeln hier annehmen. Das ist gerade für YouTube immer, es ist ja wirklich immer sehr, sehr dunkel bei YouTube. Ich wurde letztes Jahr wieder bei Minecraft, was glaube ich, wurde ich noch angesprochen. Wieso denn mein Spiel so dunkel ist, habe ich gemeint, es ist gerade Nacht. Das ist halt, in Nacht ist es nun mal dunkel. Oh, was ist das hier? Gar nichts, okay. Schade. Ich habe auf Kohle gehofft. Ich würde wirklich gerne mal einen Kohlefelsen sehen und abbauen. Kohle gerade nämlich für Standfackeln und so weiter wäre das dann wirklich sehr, sehr praktisch. Wenn wir die auch noch hätten. Und wir brauchen jetzt erstmal noch viel, viel, viel mehr Steine. Dann bauen wir uns erstmal eine Hütte, dann bauen wir einen Schmiedeofen. Einmal reparieren. So, komm hier, mach mal. Achso. Ah, wenn ich welche habe, dann produziert er keine mehr. Wie viele brauche ich denn eigentlich noch? Ich glaube, das war's aber links. So, platzieren will ich es nicht. So, wir machen, bis wir überladen sind. Wir hauen uns mal ein Fleisch rein, damit wir wieder ein bisschen Leben zurückbekommen, beziehungsweise damit unser Hunger zurückgeht. Und ich muss mir ganz dringend Trinkschlauch noch machen. Ich hatte ja schon mal einen, aber da sind wir dann die ganze Zeit gestorben letztendlich. Nachdem wir 20.000 Hyänen hinterhergerannt sind. Okay, du bist überlastet. Ich weiß, mein Freund. Okay, wir sind sehr überlastet. Boah. Kann ich die droppen? Kann ich? Ah, Gott sei Dank. Okay, 100 Steine rausgeschmissen. Ist zwar schade. Das ging jetzt schnell. Cool. Er tut aber trotzdem noch so, wie wenn er eine Fackel in der Hand hält. Ja, ja. So mache ich es auch öfters. In der Arbeit zu tun, als wenn man noch arbeitet. So. Wir könnten sogar noch eins ranbauen. Sehr schön. Okay. Nee, das reicht mir erstmal. Wir können die Hütte, wird ja sowieso später dann erweitert, wie ich möchte. Dann können wir das jetzt mal reinlegen. Dann brauchen wir jetzt Wände. Und zwar sehr, sehr viele Wände. Stell mir mal davon 10 her und stell mir davon mal 13 her. Ja, beziehungsweise ich glaube nicht, dass er das kann. Ah, die Fensterwände, die sind dann nicht die besten. Wir müssen uns mal wieder um die Attribute kümmern. Verfügbare Punkte 6. Stärke. Schauen wir hier. Wir nehmen mal die Belastung erstmal noch. Ach komm, und 2 Punkte gehen noch. Damit wir ein bisschen mehr tragen können, das wird gerade dann bei Metall wird sehr wichtig. Stufe 14 verfügbar. 14 Punkte haben wir hier. Okay. Steinmetzgeselle. Erfordert Stufe 20 sind wir noch nicht. Welche Stufe haben wir eigentlich gerade? Wo sehe ich das? Werte. Wo sehe ich denn meine Stufe? Die musst du ja auch irgendwo angezeigt. Bewegungs... Malus? Was ist ein Bewegungsmalus? Ausgegeben 20. Kosten 14. Ah, Stufe 14 sind wir. Okay. Hätten wir das Mysterium auch geklärt. So, dann einmal die normalen Wände werden hier reingezimmert. So, Wandbau. Hier kommt auf jeden Fall eine normale Wand hin. Hier kommt eine normale Wand hin. Hier brauchen wir Fenster. Fenster. Normale Wand. Normale Wand, normale Wand. Und das war's dann schon wieder mit den normalen Wänden. Aber wir haben jetzt noch die Fensterwände. Hier kommt Fenster, Fenster. Überall Fenster, Fenster, Fenster. Man will ja auch die Aussicht genießen. Hier kommt normale Wand, Fenster, Fenster. Dann haben wir hier Fenster, hier Tür, hier normale Wand und normale, naja, normale Wand. Da wir noch ein zweites Stockwerk bauen, ist es jetzt nicht vergeben, das Ganze, sondern wir werden die sowieso noch brauchen. Also ich habe die jetzt nicht umsonst gebaut. So, da kommt die Tür rein, das ist ganz wichtig. Cool, dann sind wir sogar, hat gereicht. Bin begeistert. So, wir brauchen eine Tür, dafür brauchen wir wieder Steine. Gut, dann bauen wir da mal weiter ab. Ah, hier, die Felsen, die Metallfelsen hier habe ich schon abgebaut. Also das Eisen. Komme ich aber eigentlich auf Metall, das Eisen. Das Eisen hier habe ich schon abgebaut. Das ist jetzt schon wieder Respawn. Also es dauert ungefähr ein bis anderthalb Tage, bis das Zeug respawnt. Das geht, glaube ich, vom Intervall her. Na, wirst du wohl. Nächster. Nächster. Dach bräuchte ich auch mal so langsam. Ich habe, glaube ich, noch gar kein Dach gebaut. Doch, bei meiner alten Hütte hatte ich ein Dach drauf. Hier war das so. So, einmal Tür. Dann brauchen wir eine Tür. Finde ich hier irgendwo noch eine Tür? Strohdach schräg. Nee.
Sandsteindecke. Sandsteinkeil. Ah, man kann auch natürlich auch keilförmig bauen. Sandsteinmauer. Nach links geneigte, indentierte Sandsteinmauer. Okay. Oh, Schrägdach. Nee, nee, mit Stroh fangen wir gar nicht erst an. Einfache Holztür. Eine einfache Holztür brauchen wir auch. Und dann brauchen wir die hier. 18 Stück. Das müsste dann, glaube ich, erstmal reichen. Bräuchte mal eine Treppe und so weiter. Bräuchte eine Treppe. Ein bisschen Stein kann man noch mitnehmen. Ganz überlastet sind wir noch nicht. Was dann eigentlich ein paar Punkte rein investieren. Also da kann man wirklich... Man sollte da wirklich ein paar Punkte reinstecken. Und wenn jetzt hier wirklich keine Gegner spawnen, bin ich mit dem Punkt mehr als zufrieden. Wird ja richtig nice. Aber wir bauen Deckenhöhe 2 übrigens. Das heißt... Bauen wir Deckenhöhe 2? Ja, das macht's schon besser. Deckenhöhe 2 macht's übersichtlicher. Wir bauen Deckenhöhe 2. Wir haben's ja. So ist es nicht. So, das hier, Tür noch rein. Das machen wir in der Folge noch. Die Tür werden wir noch einsetzen. Dann ist nämlich erstmal so, ja, so ziemlich das Häuschen fertig erstmal fürs Erste. In der nächsten Folge werden wir dann logischerweise hier erstmal weiterbauen. So, Tür ist drin. Fundament steht. Was will denn das Gras hier? Das muss noch weg. Ah! Okay. Wenn man auf seinen eigenen Boden schlägt, ist das natürlich kontraproduktiv. Aber ich hoffe, das Gras wird noch despawnen. Und dann schauen wir mal. Gut, das Zeug weg und Kristalle hier rein. 10 Kristalle haben wir schon. Cool. Okay, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben unseren finalen Bauplatz gefunden. Also das wird unser finales Haus werden. Wir werden es 2 hochbauen. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.